Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Wissenschaftsministerin hat zum Internationalen Frauentag ein Förder- und Stipendienprogramm speziell für Künstlerinnen aller Sparten aufgelegt, eine 250.000 € für Frauen in der Kunst und für die Nachwuchsförderung. Das ist natürlich sinnvoll, und das ist richtig, und das unterstützen wir. Denn Frauen sind tatsächlich in vielen Sparten erheblich unterrepräsentiert, etwa in Bereichen der bildenden Kunst, Film oder Video oder der Bereich der Komposition. Und gerade in Führungspositionen und in Leitungspositionen von Theatern und Museen und Orchestern gibt es viel zu wenige Frauen. Und daran muss man etwas ändern, wenn wir über die Frage von Gleichberechtigung auch in der Kunst reden, meine Damen und Herren. Wenn Frauen in der Kunst unterrepräsentiert sind, dann sind sie auch in der Wahrnehmung der Kunstwerke unterrepräsentiert. Und die mangelnde Wahrnehmung von Frauen in der Kunst, obwohl sie, die Ministerin hat in ihrer Vorstellung schon darauf hingewiesen, mehr als die Hälfte aller Studierenden an den hessischen Kunsthochschulen stellen, ist historisch bedingt durch eine lange männlich geprägte Kunstwelt, und die hält sich bis heute. Und dem entgegenzuwirken ist sinnvoll, weil hier geht es nicht nur um Anerkennung, hier geht es auch schlicht um gleiche Bezahlung. Der Gender Pay Gap in dem Bereich ist schon angesprochen worden. Und ich will mal daran erinnern, dass es Frauen gab, Schriftstellerinnen gab, die lange Zeit z.B. unter männlichen Pseudonymen geschrieben haben, bis ins 21. Jahrhundert, bis ins 20. Jahrhundert hinein, ja, weil sie sonst hätten gar nicht publizieren und veröffentlichen dürfen, bzw. nur mit Einwilligung ihres Ehemanns. Und dass Frauen in Literatur und Kunst lange unterrepräsentiert waren und es immer noch sind, ist Fakt. Und das hat die bayerische Schriftstellerin und Dichterin Emerenz Meyer mal schön auf den Punkt gebracht. Sie schrieb: Hätte Goethe Suppen schmalzen, Klöße salzen, Schiller Pfannen waschen müssen, Heine nähen, was er verrissen, Stuben scheuern, Wanzen morden, ach, die Herren, alle wären keine großen Dichter geworden. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass es hier nicht darum geht, dass es eine Bevorzugung gibt von Frauen, sondern es geht um einen Ausgleich von Benachteiligungen, Benachteiligungen, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte bestanden haben, meine Damen und Herren. Wir werden die Förderung und die Vergabe im weiteren Verlauf dieses Jahres interessiert beobachten und sind gespannt auf interessante Künstlerinnen, auf gegenwärtige Künstlerinnen. Aber ich finde, es ist auch an der Zeit, Künstlerinnen zu entdecken, die zu ihren Lebenszeiten viel zu wenig Beachtung gefunden haben, eben aufgrund der Umstände damals. Und auch das wäre sinnvoll, da viel mehr Ausstellungen diesen Frauen auch zu widmen, meine Damen und Herren. Nun, jetzt ist dieses Stipendienprogramm unabhängig von der Pandemie konzipiert. Aber trotzdem ist diese Aktuelle Stunde natürlich auch eine Gelegenheit, noch einmal über die Lage von Kunst und Kultur in der Pandemie zu sprechen. Der Kulturbereich unterliegt seit praktisch einem Jahr durchgehend einem drastischen Nachfrageeinbruch, weil er nicht mehr arbeiten darf. Und das betrifft fast alle Sparten und bedroht nicht nur freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, denen Aufträge fehlen, sondern auch vielen Kultureinrichtungen wie etwa die Programmkinos. Und die prekäre Lage der Künstlerinnen und Künstler hat auch eine kleine Anfrage unserer Bundestagsfraktion Anfang des Jahres herausgestellt. Sie ergab, dass im letzten Jahr mindestens 3.000 Künstlerinnen und Künstler ihre Krankenversicherung über die Künstlersozialkasse verloren haben. Bei 10.000 Menschen hat die KSK Vollstreckungsverfahren wegen ausstehender Beiträge ausgelöst. Und hier sind viele Menschen in existenzieller Not, die wir nicht vergessen dürfen. Wir müssen uns aber auch fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wenn diese Pandemie vorbei ist? Gibt es dann das kleine Programmkino noch? Gibt es das soziokulturelle Zentrum noch? Gibt es das freie Theater noch oder die Musikschule? Kultur ist essentiell für die Gesellschaft. Kultur berührt so viele Aspekte unseres Zusammenlebens. Kultur ist Bildung, soziale Teilhabe, Integration und gelebte Demokratie. Kultur ist Stadtentwicklung und Partizipation und für viele eben auch ihre Erwerbsarbeit. Und deshalb ist Kultur systemrelevant, und deshalb müssen Kultureinrichtungen und Kulturschaffende auch unterstützt werden. Kunst und Kultur finden häufig
auch außerhalb der Pandemie unter prekären Bedingungen statt, sodass eben wirklich jede Krise zur Existenzbedrohung wird. Und wir fordern die Landesregierung auf, sicherzustellen, dass Menschen nicht durch dieses Raster fallen. Kulturschaffende dürfen nicht einfach auf die Grundsicherung vertröstet werden. Und deswegen muss die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern grundsätzlich verbessert werden, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch darüber hinaus, z. B. durch eine langfristige Förderung statt immer wieder kurzfristiger Projektförderung, wo dann eben auch die Menschen gar keine Planbarkeit haben in ihrem Leben. Und deshalb, neben den direkten Unterstützungszahlungen, die jetzt fließen müssen, braucht es eben Unterstützung für die bedrohten Kulturorte, für Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Pandemie eben nicht auf große Ersparnisse zurückgreifen können, sondern die wirklich existenziell gefährdet sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete.